Nachdem die deutschen Rüstungsbetriebe durch Bombenangriffe stark beschädigt worden waren, beschloss die NS-Regierung und somit auch Hitler als Reichskanzler, Geheimaufträge zu veranlassen. Es ging darum, kriegswichtige Fabriken unter Tage zu verlagern. Auch die Anlage, in der wir uns gerade befinden, war ein nationalsozialistisches Geheimobjekt. Also selbst ich sehe nicht das Ende dieses Ganges, weil die Luftfeuchtigkeit einfach zu hoch ist. Dort hinten geht's lang. Hier geht's lang. Da geht's lang. Da geht's lang. Das ist schon ein bisschen spooky, oder? Hey Leute, ich bin's Fritz und ich bin wieder mit Bommel in der Unterwelt unterwegs. Ihr seht's im Hintergrund und ich würde sagen, tauchen wir gemeinsam ab. Los geht's. Okay, also hier ist auf jeden Fall, glaube ich, der Bereich, wo die Gleisanlage auf die Kfz-Strecke trifft. Ich glaube, das war nämlich die Kfz-Strecke dort hinten. Genau, also hier ist Verladebahnhof. Was das hier genau ist, weiß ich nicht. Ich habe gerade auf den Plan geguckt. Es sieht so aus, als wäre es nicht fertiggestellt worden. Denn wir haben überall das Gitter, aber keinen Spritzbeton drauf. Hier hinten ist zugemauert. Und hier unten gibt es irgendeine Halterung, vielleicht für eine Maschine oder sowas, wissen wir nicht. So Leute, mal ein kleiner Trick für euch. Ihr seht es ja, ganz normale Taschenlampe. Wir haben jetzt keinen Filter mit, strahlt viel zu hell. Und wenn Bommel das jetzt so in die Finger nimmt, macht das mal, dann hat man quasi ein Rotlicht. Da hat man jetzt so ganz feines Licht. Das heißt, wenn ihr die Taschenlampe einfach so in eure Hände nehmt, Finger drüber macht, dann habt ihr ein improvisiertes, diffuses, gedimmtes, taktisches Licht. Scheinen aber vielleicht irgendwelche Leitungen lang zu gehen. Unten hier ist wie so ein Schacht. Das wäre aber komisch, das würde ja zu denen passen. Ja. Der ist parallel. Das heißt, dass wir hier sind. Leuchte mal in die Ferne. Ha, okay. Ihr seht es auf der Kamera, glaube ich, nicht. Dort hinten ist auf jeden Fall eine Mauer. Hier lagen wahrscheinlich mal Leitungen lang. Die sind auch da hinten durch die Wand durchgegangen, aber hier ist irgendwie auch schon kaputt. Also da kommen wir nicht weiter. Leute, hier, krass. Alte Schuhe. Vor allem in alten Bergwerken oder in neu angelegten Stollen fanden die Betriebe Platz. Alter Eimer. Der größte Arbeitskräftebedarf in den Uferlagerungen wurde durch Zwangsarbeiter und den Einsatz von KZ-Häftlingen neu errichteter Konzentrationslager gedeckt. Steht nichts mehr drauf. Guck mal, da vorne ist ein Schild. Okay, Bommel hat gerade gelesen, Füllstelle 2 sorgt eine Arbeitseinweisung. Es wird wahrscheinlich mit dem Raum von eben zusammenhängen. Vielleicht ist es eine Verbindung zum Wasserwerk gewesen. Ich würde sagen, wir schauen mal weiter in die Richtung. Vielleicht sehen wir da was. Ich weiß was. Das scheint die Anlage gewesen sein zum Befüllen der Dieseltanks und sowas hier. Oder vielleicht sogar der Güterzüge, weil hier steht ja auch was von Explosionsgefahr. Und was ist hier unten, was explodieren könnte? Es könnte eventuell eine Tankstelle gewesen sein für Züge. Also ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall irgendwas Explosionsgefahr. Leute, dort vorne seht ihr das? Das Tageslicht. Und hier kommt warme Luft rein, aber mega warme Luft. Auf der Kamera sieht man es, glaube ich, immer noch nicht. Krass, die Linse ist mega beschlagen. Weil es so extrem warm hier ist. Also hier vorne ist der ehemalige Personenzugang. Und hier an der Seite ist das ehemalige Wasserwerk. So. Flattert hier an mir rum oder was? Ja. Sieht irgendwie jetzt einfach aus wie ein Stollen, aber vielleicht ist am Ende irgendwas, weil hier rechts geht auch irgendwie so ein Schacht lang. Ich weiß nicht, ob da früher vielleicht Kabel bzw. irgendwelche Wasserleitungen drin lagen. Ist auf jeden Fall auch krass, wenn man so diese Schuttberge hier sieht, ja, die irgendwie so zur Seite gemacht worden sind, wo man auch die ganze Zeit lang läuft. Und dann guckt man plötzlich nach oben und sieht dann da ein Loch, wo das Ganze alles mal rausgefallen ist. Ich glaube, wenn so ein Loch runterkommt, bringt der Helm auch nichts mehr.
Aber das ist auch immer das, was ich sage. Natürlich gibt es Gefahren und Risiken, aber die versuche ich halt zu minimieren, indem ich irgendwie einen Helm habe, indem ich ja ein Messgerät mit habe. Man sieht natürlich jetzt nicht mehr viel drüben Elektrik. Das wird ein Brunnen gewesen sein. Und oben dann auch noch was. Wahrscheinlich, um gleichzeitig nochmal eine Leitung auch noch nach oben zu legen, ne? Auf jeden Fall scheint das hier der ehemalige Brunnen zu sein. Frage ist, wie tief dieses Rohr ist. Leute, was macht man natürlich immer bei sowas? Den ultimativen Steintest. Scheint gar nicht mehr so weit bis zum Grundwasser zu sein, aber trotzdem krasser Sound. Also das Licht, was ihr gerade gesehen habt, im Hintergrund ist der ehemalige Personenzugang. Und durch das Gitter, durch das wir gerade durch sind, ist auch der Personenzugang, was natürlich normalerweise eine Tür war und offen war. Und der große Gang daneben hat ein Drucktor. Das heißt, bei irgendeinem Alarm oder sowas, Drucktor zu, hier wahrscheinlich zu. Und dann wurde genau hier drin entschieden, wer darf durch, wer nicht, was ist passiert. Also so kann ich es mir jetzt vorstellen. Das Kleine, lass mal kurz hingucken. Verschiedene Nummern mit Lampen, mit Leuchten auch, wahrscheinlich sogar. Hier unten ist ein elektronischer Kontakt drin. Also es sieht aus wie in einem Bergwerk. Also vermutlich hatte jeder eine eigene Lampe. Das ist so Sicherheitsfunktion. Ja. Ne? Weil es doch irgendwann Stromausfall ist, alles dicht ist. Ja, hier jetzt eine Schleuse quasi. Hier rechts gingen irgendwelche Leitungen durch. Weiß nicht, ob das Sauerstoff ist, Strom. Und hier in dem Moment müssten wir jetzt direkt unter dem Gleis sein. Also hier oben ist quasi die Gleisanlage, wo der Zug drüber gefahren ist, die ihr schon gesehen habt. Okay. Da ist die Verladerampe und dahinter die Gleise. Kompletter Verladebereich. Hier sind dann wirklich Züge lang gefahren und ihr seht es hier oben. Da, diese kleinen schwarzen bzw. dunklen Metallreste hier oben. Hier war quasi eine komplette Anlage reingebaut. Also, was heißt eine Anlage? Hier waren halt komplette Träger. Die gingen hier von dort drüben bis hier drüben. Dort waren dann, glaube ich, irgendwelche Kabel, Lüftungssachen dran und das ist mittlerweile alles rausgebaut worden, wahrscheinlich wegen Metallpreis. Wie gesagt, von hier hinten kamen die Leute dann hoch und waren ja hier jetzt dann in der Anlage drin. Hier war damals auf jeden Fall eine Tür davor. Konnte man also nicht rein, so ohne weiteres. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal den ganz normalen Weg zum eigentlichen Trakt. Aber wo wir gerade hier stehen, will ich einfach nochmal für euch hier reinleuchten, damit ihr nochmal die Dimension von dieser Anlage irgendwie versteht oder fühlt. Also selbst ich sehe nicht das Ende dieses Ganges, weil die Luftfeuchtigkeit einfach zu hoch ist. Und auch wenn man jetzt in diesen Gang hier reinguckt, dort hinten steht ein bisschen Kram rum, aber es ist einfach brutal. Das hier ist vermutlich so eine Art Lagerstollen wie der andere, wo die Tür gerade weg war, den wir gesehen haben. Und hier ist halt die Metalltür noch dran. Und was ihr euch natürlich vorstellen könnt, dass diese Soundkulisse hier unten einfach der Wahnsinn ist. Also auch wenn man hier nur einen Reißverschluss aufmacht, hier wieder ein Lagerstollen. Wenn man einfach einen Reißverschluss aufmacht, ist das schon ein kranker Sound.
Hier war früher bestimmt auch wieder ein Drucktor dran. Aber noch ein kleines. Ja, ihr seht ja hier auch die Scharniere und alles. Aber haben sie wahrscheinlich auch rausgebaut. Wegen dem Schrottpreis irgendwie. So, und ich glaube, das ist jetzt der Eingang zum Personenbereich schon. Ich bin mir nicht sicher. Wir gucken mal weiter. Oh, hier. Oh, Leute, das riecht extrem nach Diesel. Das ist wieder ein Elektroraum, denke ich. Da oben sieht man es auch wieder an den Elementen. Schaltschränke hier drüben. Ah, okay, Moment. Jetzt kommen wir in den eigentlichen Bereich des Bunkers. Ihr seht, das ist ja quasi auch ein Sturm. Oh, scheiße, das war bei mir gerade. Ihr seht ja, das ist ja auch gerade ja wieder so ein Stollen eigentlich nur. Ne? Hier vorne ging da rum da oben. Und dort in dieses Stollensystem jetzt hier in der Mitte von der Anlage wurden quasi diese ganzen Räume nachträglich eingebaut. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Jetzt kommen wir hier gerade an so eine Kreuzung. Dort hinten geht's lang. Hier geht's lang. Da geht's lang. Da geht's lang. Das ist schon ein bisschen spooky, oder? Wenn man sich einfach die Dimension wieder anguckt. Ich drehe mich nochmal für euch. Gucken wir uns jetzt einfach mal hier zusammen mit euch ein bisschen die Räume an. Ja, auf jeden Fall. Na, sieht aus wie eine Mini-Dispatcher-Anlage. Auf jeden Fall irgendwas, irgendein Steuerungselement. Also ihr müsst euch vorstellen, okay, das hier ist. Das sieht wieder aus wie ein riesen elektrischer Schaltraum. Das sah natürlich damals alles komplett anders aus, ne? Also das, was ihr jetzt hier noch seht, ist halt wirklich nur noch so der letzte Rest. Das war ja einfach damals alles voll mit Technik. So, den Punkt da vorne müssen wir uns merken. Das war der Kreuzungspunkt, wo ich mich gerade gedreht habe. Ist wie in so einer Tonkabine, ist richtig stumpf hier. Eben die ganze Zeit in den Gängen, wo wir unterwegs waren, total alles gehallt. Man hat Reißverschluss aufgemacht, Akku gewechselt und überall. Und hier drin. Ne, das werden wahrscheinlich dann Büros gewesen sein. Draußen wird die ganze Zeit irgendwie Krach sein. Ah, dass du es hier drin nicht hörst. Klar. Dass du halt auch mal einen ruhigen Raum hast. Allein wenn ihr euch mal vorstellt, hier fährt ein Zug durch, was das für eine Lautstärke ist. Da haben die das Ganze gedämmt, damit man hier ordentlich arbeiten kann, sich konzentrieren kann. Mal wieder ein bisschen Informationen recherchiere. Ich habe mir das nämlich aufgeschrieben. Automatische Telefonzentrale. Gab es hier? Das ist die da drüben gewesen. Wasser- und Luftversorgungsanlage, Netzersatzanlage. Betriebs- und Gefechtszustände wurden von der Dispatcherzentrale ausgesteuert. Die Dispatcherzentrale haben wir auf jeden Fall noch nicht, die müsste noch kommen. Mhm. Dann gab es noch Schlafbereiche mit dreietagigen Betten, Räume für medizinische Versorgung, sanitärische Einrichtung, Büro, Küche mit Speisesaal und andere Versorgungsbereiche. Das ist übrigens nur, was ich gerade aufgezählt habe, hier dieser mittlere Bereich. Das heißt, na, ihr kommt jetzt noch das ein oder andere. Also dieser erste Bereich könnte halt wirklich hier diese Telefonanlage sein. Ja, glaube ich auch. Und wann ist halt so Werkstätten und so Büros mit dazu? Genau, wo das halt irgendwie überwacht, gesteuert wurde. Hier ist jetzt auch Ende vom Gang. Ja, man hat wenigstens noch so ein bisschen die Halterung, wo man sich so vielleicht leicht vorstellen kann. Also wenn jemand von euch sich vielleicht ein bisschen besser auskennt und wir hier irgendwas Falsches erzählen, dann dürft ihr uns natürlich gern verbessern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt Feedback in die Kommentare. Und wenn ihr mehr von solchen krassen Locations sehen wollt, dann Daumen nach oben und natürlich Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.